Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Hysteria. Ich werde es jetzt erstmal so nennen, wie gesagt, weil ich es nicht weiß, ob man es Hysteria ausspricht, Hysteria. Wir lassen es erstmal dabei. Ich bin ja immer jetzt noch dabei, Metall zu schmelzen. Die Bolas könnte ich eigentlich schon mal dahin packen. Jetzt hatte ich jetzt eigentlich meine... Genau, die Axt hatte ich jetzt noch da drin gelassen. Dann können die schon mal weg. So. Und jetzt könnte ich eigentlich... noch mal ein bisschen Metall farmen gehen, weil ich auf eine Crossbow sparen möchte. Beziehungsweise ich hätte vorher erstmal ein bisschen was ablegen sollen. Wunderbar, hier, guck mal, diese drei Farben, die machen jetzt zwar nicht, wer weiß wie viel was, aber hey. So. Ja, komm, noch mal Stein weg. Dann werde ich hier jetzt erstmal ein bisschen was in den Schrank packen. Warum auch immer manchmal die Texturen so ausgeblichen sind und sie sich nachher erst regenerieren, fragt mich nicht. Lassen wir das erstmal so. Okay, das kann weg. Das, das und das. So. Das schaut doch schon ganz gut aus. 25 oder 20 brauche ich für eine Crossbow. Irgendwie so um den Dreh. Dann gehen wir uns das doch gerade mal ein bisschen holen. So. Unsere kleine Hütte hier. Könnt ihr eigentlich gleich mal wieder ein paar Holzwände dran klatschen. Ist nicht verkehrt. So, hätten wir da schon mal die 40? Dann... Nein. Doorframe. Ich glaube, ich habe gar keinen... Fiber mehr. Jetzt kriegen wir noch ein bisschen Narkotik. Na? Achso, den hatte ich schon. So. Dann einmal das bisschen Narkotik. Jetzt möchte ich gerne Doorframes haben. Genau, zwei Stück wollte ich haben. Ich glaube, dann fehlt uns als nächstes noch ein bisschen Holz. So. Dann einmal Door zwei Stück. Und ein paar Walls. Das schaut doch schon gut aus. So, da habe ich jetzt eigentlich erstmal nichts. Das Arc Advanced, das lasse ich mir mal für später. Ich hatte es jetzt erst einfach mal drauf gemacht. Genauso wie Extra Arc, aber ich dachte mir, wenn, dann können wir das auch noch so ein bisschen später machen. Genauso wie Storage und dergleichen. Das lasse ich mir mal so ein bisschen offen. Ich hätte es jetzt erstmal nur drauf gemacht, weil ich dachte, naja, gucken wir mal. Ich denke so, für den Anfang hier wird das jetzt nochmal ein bisschen häufiger kommen. Aber dadurch, dass die Map ja wie gesagt erst zu 8% fertig ist, ist ja noch nicht so viel zu erkunden da. Also sprich, für den Anfang kommt jetzt nochmal ein bisschen mehr. Aber dann werde ich auch zwischendrin einfach mal eine Pause machen, um ein paar... Patches abzuwarten. Damit wir dann wieder so ein bisschen was zu erkunden haben. Also sprich, jetzt zu Anfang könnte es noch ein bisschen regelmäßiger kommen. Je nachdem, wie viel ich jetzt halt aufnehme. Aber es kann dann auch gut mal sein, dass da eine kleine Pause zwischendrin ist. Einfach um
ein paar Patches abzuwarten, damit wir wieder was zu erkunden haben. So, und ich brauche tatsächlich noch was. Hätte ich nicht gedacht, aber okay. Moment, eine habe ich da noch. So, eine Beine und 8 Stück. Was fehlt mir denn dafür? Wood, okay. Kriegen wir hin. Krallen wir uns hier die Palme. Und krallen uns direkt ein Level up. So. Oh, jetzt habe ich mich... Kann sein, dass wir jetzt eine zu viel haben, aber ist nicht schlimm. Und ich bin überladen. Macht nichts. Kann hier schon direkt wieder ein bisschen was loswerden. Ich kann mich auch wieder bewegen. So, Textur. Wird sich halt wieder irgendwann laden. So, und wie schaut's aus mit ein paar Ceilings? Ich glaube, die habe ich noch gar nicht gelernt. Das kann gut sein. Ja. Ich habe nicht mehr eine Thatch Roof. Okay. Kein Ding. So. Und die wurde in Ceiling. Wie gesagt, das soll jetzt nicht schick sein. Das soll nur erstmal für den Anfang so ein bisschen reichen. Da haben wir schon mal 19. 19 sage ich schon. 29 natürlich. Ranged. Fiber. Kein Problem. Haben wir hier. Ich glaube, ich mache mir erstmal 2 Stück. Einmal für normale Pfeile. Und für Narkotikpfeile. So, und dann haben wir unser kleines, feines Häuschen auch schon fertig. Ich wollte gerade sagen, lass mich raten, was fehlt. Es fehlt Wood. So. Ein paar Ceilings und dann möchte ich eigentlich noch gerne genau ein Campfire haben. Ich mir gleich noch ein bisschen was braten möchte an Fleisch. Eine zu viel, dachte ich mir, ist aber nicht so schlimm. So, ja, dann kann der Bogen eigentlich schon weg, ohne dass wir ihn gebraucht haben. Wunderbar. Die Sailing kann weg. Ceiling. Gut, das dazu. Das einmal und das und zack. Wunderbar. Da kann ich jetzt eigentlich noch ein bisschen Narkopfeile sammeln gehen. Ach, Narkopfeile sag ich schon. Narkoberries. Ich dachte gerade, Moment, irgendwas passt nicht. Weil ich mir dann noch ein paar Narkopfeile machen möchte und dann vielleicht unseren ersten Flugdino holen. Einfach um ein bisschen schon mal die Insel zu erkunden. Ich könnte zwar auch einen Raptor holen. Aber ich glaube, ich bevorzuge jetzt gerade erstmal einen Pteranodon. Da kann man das alles nochmal so ein bisschen besser sehen. Aber zuerst setzen wir uns hier erstmal. Versuchen wir uns einen Marker zu setzen. Das dürfte zwischen 80 und 90 sein. Machen wir mal 85 und zwischen vielleicht so um die 20. Wir probieren es einfach mal. Gut.
Nicht wirklich. Aber das hatte ich eben 80. Nee, 85 müsste passen. Dann mache ich hier mal 10. Ja. Passt, kann ich mitleben. Haben wir schon mal ein bisschen gekochtes Fleisch. Hier wartet noch das Spoiled Meat auf uns. Gut. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich jetzt die Chitin-Rüstung mache oder ob ich die gleich sein lasse und direkt zum Metall übergehe. Lasst mich mal sehen. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Will ich gerade einfach noch ein paar Metallbrocken sammeln? Dann hüllen wir uns schon in Metall. Das hört sich doch gut an. Das hört sich doch super an. Okay, super. Beide Türen stehen offen. Dinos kommt herein. So. Einmal das da rein. Und auch wieder anmachen. Wäre von Vorteil. Das rein, das weg. Das rein, das, das. So. Ich sehe schon, bald brauche ich einen Schrank. Also einen weiteren Schrank. So, und das ganze Fleisch kann ich wahrscheinlich gar nicht essen. Aber ist nicht so schlimm. Gut. Ja, kann. Das eigentlich schon mal weg. So, kann ich schon was machen? Ja, die Boots. Dann machen wir doch schon mal die Boots. Einmal zack. Und das Ganze schmeißen wir einmal weg. So. Narkotik. Komm mal her. Und komm du mal her. Ich dachte gerade, weil er steht, Edit Trank Arrows. Ich dachte gerade, ich farme Trank Arrows, dass ich die von den Bärenbüschen bekomme. Oh mein Gott. Ja, nicht ganz, ne? Aber nah dran. Heilige. So, das Einzige, was mir halt jetzt noch fehlt, wäre ein schönes Spyglass. Aber Kristall, da kommen wir so schnell wohl noch nicht dran. Also ich habe schon mal schöne Narkotikpfeile und ich werde mir auch gleich jetzt nochmal normale Pfeile machen. So. Die schon mal. Dann das Arrows. Was fehlt mir da noch? Thatch. Haben wir hier. Nicht ganz so viele. Wer weiß, wann ich zu Darts umsteige. So. Das sollte erstmal reichen. Zehn und 16. Okay, den... Ne, Moment. Ich habe beim Helm geguckt, richtig?
Ja, ich habe beim Helm geguckt, okay. Nee, 13 und 16, okay. Ich wollte gerade sagen, irgendwas passt nicht. So. Nochmal 16. Verbraten wir auch direkt. So, dann schon einmal nicht das Chestpiece, weil noch eins fehlt. Okay. So, dann haben wir sogar schon 69 Nagpfeile. Das hört sich doch gut an. Schau mal, das Chestpiece. So, zack. Okay. Dann. 82 normale Pfeile, 69. Ja, das sieht eigentlich schon mal gut aus, dass man sich den Tyranodon dann holen könnte. Und wir hätten hier sogar auch schon das Chitin dafür. Wie ich vorschlagen, begebe ich mich gleich einfach mal auf die Suche und vielleicht nehmen wir uns so einen Raptor mit. Müsste ich mal gucken, welches Level der hat. Dann könnte ich mir aber theoretisch nochmal Bolas machen. Ich finde es ja, ich habe letztens mal probiert, einen Tyranodon mit Bolas zu fangen. Ich fand das nicht gerade leicht. Also leicht, die zu treffen. Das fand ich schon so ein bisschen schwierig, muss ich gestehen. Die dann auch wirklich so zu treffen. So, wo ist hier noch ein Dodo? Haha. Oh. Egal. Hey, Kumpel. So. Okay. Dann Bolas, bitte. Vielleicht habe ich hier auch irgendeine Einstellung drin, die das Ganze so verwaschen macht. Fragt mich nicht. Manchmal bei Arc-Settings, da ist manchmal so ein kleines Mysterium für mich. Deswegen frage ich auch gar nicht. So, wie weit ist denn unser Metall? Oh Gott, ich brauche sogar noch welches. Ja gut. Dann holen wir uns noch gerade welches. Ist ja kein Problem. Da hinten sehe ich einen Trike. Ja, aber ich bin wirklich, glaube ich, erstmal bestrebt, einen Tyranodon zu suchen, dass wir uns einfach in der Luft ein bisschen fortbewegen können. Verkehrt ist es nicht. Weil wir möchten ja auch ziemlich schnell was von der Map sehen. Und deswegen habe ich gedacht, kraxeln wir nicht so viel am Anfang herum. Ich meine, das hat man jetzt in Arke schon das zigtausend Mal gesehen. Und deswegen überspringen wir das sozusagen ein bisschen. Achso, entweder 10 oder 5. Ja gut. Auch wenn ich glaube, dass ich den Terraner dann nicht mit der Bola kriege. So wie mein letzter Versuch war. Aber gut, ich würde sagen, wir machen hier jetzt erstmal Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dann.